Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Felser, man kann über vieles und muss über vieles beim Thema Bundeswehr diskutieren. Über Ausrüstung, über Ausbildung, über vieles können und müssen wir diskutieren, und das tun wir in diesem Parlament. Aber die Bundeswehr als marode Truppe hier im Hohen Hause zu bezeichnen, das ist eher abschneidend. Wir sollten darauf achten, welche Worte wir benutzen, denn hier geht es um einen Einsatz, den wir aus dem Hohen Hause heraus eben entscheiden und diskutieren, und da brauchen wir die gebotene Sorgfalt, was wir uns in diesem Haus geben. Und deshalb, ich sage es auch, ist es so wichtig, dass wir bald möglichst schnell die Fachausschüsse haben, denn natürlich brauchen wir vertiefte Debatte über diese Dinge, und deshalb werden wir, auch wenn wir heute zustimmen, natürlich in der vertieften Debatte dann nach diesem Rollover, nach dieser technischen Verlängerung sehr intensiv inhaltlich weiter diskutieren. Zum Mandat selbst. Wir haben alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Erfolgsmeldungen gesehen, die militärischen Erfolgsmeldungen, die es zumindest teilweise jetzt hier gab, sowohl im Irak als auch in Syrien. Und die Tatsache, dass die Grenze auch zwischen Irak und Syrien wieder teilweise jetzt wieder kontrolliert werden kann durch die Streitkräfte, ist sicherlich ein Fortschritt. Aber wir alle sind uns, glaube ich, einig, dass wir noch lange nicht am Ziel sind. Deshalb wird dieses Mandat noch gebraucht. Noch, ich sage sehr wohl noch, denn natürlich stellen wir jedes Mandat auch immer nicht nur völkerrechtlich, sondern auch zeitlich auf den Prüfstand. Hier sind wir aber auch in der FDP-Fraktion ganz eindeutig zu dem Ergebnis gekommen, dass es noch gebraucht wird, aus verschiedenen Gründen. Noch ist der IS, der sogenannte Islamische Staat, lassen Sie uns das immer unterstreichen, eben noch lange nicht endgültig besiegt. Und natürlich sind wir auch darüber im Klaren, dass er als Terrororganisation im Verborgenen fortbestehen wird, wahrscheinlich umso mehr, als er territorial nicht mehr präsent ist. Der militärische Fortschritt im Kampf gegen den IS gibt Chancen, sowohl im Irak als auch in Syrien. So schwierig die Lage in beiden Ländern ist, gibt es zumindest doch jetzt die Chance, dass wir neue Anläufe im VN-Friedensprozess machen. Und lassen Sie mich für meine Fraktion sehr deutlich sagen, wir unterstützen den Friedensprozess, wie er von den Vereinten Nationen geführt ist. Da sollten alle Energien hineingehen. Und insbesondere sollten auch alle parallel geführten Prozesse, die auch im Astana-Prozess laufen, unbedingt tatsächlich sich eingliedern in den VN-Prozess. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, als Kollege Braun? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Link, Sie haben vernommen, hoffentlich, dass der Kollege Felser davon gesprochen hat, dass die Ausrüstung der Bundeswehr in einem miserablen Zustand ist und deshalb der Zustand marode ist. Sind Sie der Meinung, dass die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten ausreichend ist? Herr Kollege Felser, wie Sie wissen, treten wir als Freie Demokraten ganz eindeutig und nachdrücklich dafür ein. Dankeschön. Ganz nachdrücklich dafür ein, die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr zu verbessern. Wir haben das als einen ganz wichtigen Punkt im Wahlkampf betont und werden es in der parlamentarischen Arbeit unterlegen. Aber bitte, er hat nicht die Ausstattung als marode bezeichnet. Das Zitat war marode Truppe. Und das lehne ich ausdrücklich ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Mir ist wichtig, noch mal ausdrücklich festzuhalten, dass dieser Einsatz in vollständiger Übereinstimmung mit den verfassungsrechtlichen und völkerrechtlichen Vorgaben für Auslandseinsätze der Bundeswehr steht. Er erfolgt im Rahmen und nach den Regeln eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit nach Artikel 24 Absatz 2 des Grundgesetzes, und er stellt unseren Beitrag dar zur internationalen Allianz gegen den sogenannten Islamischen Staat. Wir haben im Rahmen des Systems kollektiver Sicherheit gleich zwei Bereiche, die einschlägig sind hier sogar. Wir haben die Sicherheitsratsbeschlüsse der Vereinten Nationen, die einen Auftrag erteilen. Und wir haben auch den ersten Anwendungsfall von Artikel 42 EU-Vertrag. Das erste Mal, dass die gegenseitige Beistandsverpflichtung in der EU gilt. Aus all diesen Gründen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir unterstützen diesen Einsatz. Wir danken unseren Soldatinnen und Soldaten. Wir brauchen diesen Einsatz noch, und wir stimmen diesem Mandat zu. Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Neu von der Fraktion Die Linke.